Heute reden wir wieder über Empathie. Und wir erinnern uns, Janne hat auch gefragt, woher wüsste man, ob Empathie existiert? Beziehungsweise wann es auftritt. Und das ist sehr schwierig zu entscheiden, denke ich, bei anderen Menschen. Also für sich selbst, wenn man Empathie hat, ist es ein bisschen so wie verliebt zu sein. Ja? Also wenn du verliebt bist, dann weißt du es. Wenn du dir nicht sicher bist, dann bist du wahrscheinlich nicht verliebt. Und ich denke, so ein bisschen ist es so wie auch bei der Empathie, dass wenn du Empathie hast, also wenn du wirklich Empathie hast, dann weißt du das. Aber wenn du es nicht hast, dann bist du nicht ganz sicher. Also ein Problem ist auch, und vielleicht ist das auch der Grund, warum Janne diese Frage gestellt hat, ein Problem ist, dass viele Leute behaupten, sie hätten Empathie. Wenn man diese Leute fragt, wie schaut es denn aus mit der Empathie? Hast du Empathie? Sagen, natürlich habe ich Empathie. Aber dann machen sie etwas, wo du denkst, oh, die hatten da überhaupt keine Empathie. Mit mir zum Beispiel. Ja? Sozusagen, du sagst, redest mit jemandem, der hat Empathie, und dann tut die Person dir etwas an und denkst so, oh shit, ich dachte, ich bin bei der Person sicher. Ich dachte, diese Person hatte Empathie. Aber die Person hatte es nicht. Und das ist auch eine wichtige Frage. Ja, wenn ich eine Person vor mir habe und ich weiß nicht, ob die Person Empathie hat, Empathiefähigkeit, dann weiß ich nicht, ob ich mit der Person sicher sein kann. Ja, denn ich will doch, wenn die Person Empathie hat, dann will ich doch die Freiheit haben, mich der Person zu öffnen, verletzlich zu sein, meine Gefühle offen zu zeigen. Das möchte ich doch machen, weil das ist doch eine schöne Sache im Leben. Aber wenn diese Person keine Empathie hat, dann will ich das wissen, um so schnell wegzurennen, wie ich kann. Ja? Also ich glaube, jemand, der keine Empathie hat, der hat wirklich eine enorme Macht über andere Menschen, weil er sie verletzen kann. Also besonders über die Menschen, die denken, er hätte Empathie. Ja, das ist das Problem mit diesen mit manipulativen Psychopathen. Die können Menschen richtig gut manipulieren, eben weil, also wissen Sinne haben die auch Empathie, weil sie wissen, wie sie manipulieren müssen. Also sie wissen sozusagen, wie die Leute ticken, ein bisschen. Aber sie haben nicht Empathie im Sinne, dass sie wirklich Mitgefühl haben können. Genau, und deswegen ist das eine sehr schwierig zu entscheidende Frage. Und du kannst natürlich Annahmen machen. Du kannst sagen, okay, die Person hat so und so gehandelt, und dann kannst du vielleicht Schlussfolgerungen ziehen daraus und so, dass du dann sagst, okay, diese Person hat jetzt eine andere Person verletzt und deswegen hatte sie keine Empathie. Und ja, aber das ist alles so ein bisschen schwammig, ja. Also einmal ist es gut, Empathie zu haben, aber dann ist es auch wichtig, sich selbst zu schützen zum Beispiel, ja. Und man kann eventuell Empathie generell haben oder Empathiefähigkeit, aber dann entscheiden sozusagen seine, ja, ein bisschen eine Situation oder eine Sache kühler zu betrachten, mit weniger Empathie. Ein bisschen Abstand zu nehmen, um sich selbst zu schützen. Also ich kenne Leute, die sehr, sehr viel Empathie haben und diese Empathie leider nicht gut, wie soll ich das sagen? Also ich bin eigentlich so ein Fan von Empathie und ich will es eigentlich nicht so klingen lassen, als wäre ich als wäre ich gegen Empathie, aber manmal ist es so, dass ich kenne Leute, die haben so viel Empathie, es ist überwältigend. Es ist sozusagen, es überwältigt ihr ganzes System. Sie sehen all das Leid, sie sehen alles Böse in der Welt, und ich denke, dass es auch gut ist. Ich denke, man soll da hinschauen. Schaut da hin. Auch wenn es schmerzhaft ist,
Das ist der Fluch der Empathie. Aber dafür ist der Segen so groß, dass es sich lohnt. Ja, aber diese Leute, denen fällt es manchmal schwer, soll ich sagen, zu funktionieren im Leben. Oder sie sind einfach so paralysiert von all diesen Gefühlen, die um sie rum sind und all sowas. Ein bisschen so wie autistische Menschen bestimmte Stimuli mehr spüren und dann jedes kleinste Geräusch oder irgendjemand kratzt sich und das hörst du halt, also wenn ich bin kein Experte für kein Psychologie-Experte, aber so habe ich das verstanden oder so denke ich, sind manche Leute, dass sozusagen selbst wenn du dich irgendwie kratzt oder so, das ist und die hören das, dann ist das schon sehr, sehr großer Stimulus für die. Also besonders wenn dann halt alles auf einmal kommt, ganz viele Eindrücke auf einmal, dann ist es überwältigend. So ist es manchmal mit Leuten, die sehr, sehr viel Empathie haben. Sie sehen halt überall nur noch, sie gehen raus auf die Straße, sehen Menschen und dann saugen die all die Gefühle auf. Und ich denke, es ist wichtig, auch einen Schritt zurück zu machen und ein bisschen Abstand zu nehmen von dem Leid von anderen Menschen. Weil leider ist, denke ich, die Gesellschaft so, dass viele Leute auch leiden. Dass es nicht so viele Leute gibt, die wirklich sehr, ich sag mal, im Reinen mit sich sind oder sehr, oder ein wirklich glückliches Leben führen. Und genau, deswegen kann es überwältigend sein. Und diesen Punkt habe ich jetzt gemacht, weil eben, genau, sozusagen entscheiden, warum hat ein Mensch Empathie oder nicht. Ja, ist die Frage, sozusagen, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich habe zwar Empathiefähigkeit, aber ich mache einen Schritt zurück, um nicht überwältigt zu werden von all diesen Gefühlen, dann könnte jetzt jemand anders kommen und sagen, ja, du hast keine Empathie. Ja, ich habe in dem Fall dann vielleicht keine Empathie, weil ich einen Schritt zurück gemacht habe, aber generell habe ich diese Empathiefähigkeit. Und ich glaube, also der Hauptpunkt, den ich machen will in diesem Video, ist, dass ich denke, dass du sozusagen, ja, es ist, hier schließt sich der Kreis, also dass du Empathie brauchst, um zu wissen, ob jemand anders es auch hat. Ja, also das ist sozusagen dann die, ich glaube, es ist sehr schwer, so analytisch zu überlegen, hat jemand Empathie oder wie erkennt man die oder so, sondern ich denke, dass es hauptsächlich so ist, dass wenn du jetzt einem Menschen begegnest, dich ein bisschen mit dem unterhältst oder so, dass du dann ein Gespür dafür kriegst, ob diese Person Empathie hat oder nicht. Das sind meine Gedanken. Also ich bin gespannt, was ihr so über dieses Thema denkt. Auch was Janne sich so für Gedanken darüber gemacht hat. Wir sehen uns dann wieder morgen. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Tschüss, bis morgen.